wirklich super, dass so viele Mitglieder und Freunde der CSU und Jungen Union hier nach Schwebheim gekommen sind. Zusammen mit dem Kreisvorsitzenden der Jungen Union in Schweinfurt, im Landkreis Schweinfurt, Sebastian Witzel, darf ich Sie heute die Begrüßung machen. Mit unserer stellvertretenden Kreisvorsitzenden der CSU, Barbara Kopfer, habe ich dafür auch eine kompetente Partnerin an meiner Seite. Wir sind heute praktisch wie Michelle Hunziker und Thomas Gottschalk. Bei so viel Gerhard hier im Raum hat es natürlich schon mal passiert, natürlich nichts zu minder Gerhard eben. Auch wenn ich weiß, dass heute einige Vertreter auch von anderen Parteien heute unter uns sind, sehr geehrter Herr Breuer, sehr geehrter Herr Fisching, möchte ich an der Stelle doch ganz klar sagen, die CSU ist die einzige Partei, die diese Politik aus einem Guss anbieten kann. Und das unterscheidet uns auch von vielen anderen Wählergruppierungen und Parteien. Meine sehr geehrten Damen und Herren, im Herbst stehen bei uns die Landratswahlen an. Nicht nur die Arbeitsmarktdaten zeigen, dass der Landrat Harald Leiter auf eine exzellente Bilanz zurückblicken kann. Er wird nachher auch selbst darauf eingehen. Gemeinsam mit der Kreistagsfraktion, lieber Arthur Arnold, an der Spitze unserer Fraktion, haben wir viel erreicht. Und als Europaabgeordnete freue ich mich natürlich ganz besonders, dass es uns gemeinsam gelungen ist, dass auch der Landkreis von rund 1 Million Fördermitteln aus dem LEADER-Programm für den ländlichen Raum profitieren kann. Und mit diesem Geld hat der Landkreis viel gemacht, zusammen mit den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern, mit der Lenkungsgruppe des LAG, der LAG Schweinfurter Land, haben wir tolle Projekte auf meine erste Kreisvorstandssitzung als neue Kreisvorsitzende eingeladen und haben uns auch mit der Frage auseinandergesetzt, wie schaffen wir es, dass die Mitarbeiter wirklich eine Perspektive bis über das Jahr 2020 hinaus bekommen, was natürlich funktionieren würde, wenn wir den sofortigen Rückbau kombiniert mit einem neuen Gaskraftwerk hätten. Wir kämpfen wirklich für die Mitarbeiter und ich freue mich deswegen ganz besonders, Ihnen heute anlässlich dieses Neujahrsempfangs zu sagen, vor 2 Tagen habe ich mit dem Umweltminister, mit dem neuen Umweltminister Marcel Huber gesprochen. Und er hat versprochen, dass er sich mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Kernkraftwerks zusammensetzt, mit der Belegschaft spricht. Und das ist wirklich ein Wort, da freue ich mich ganz besonders, dass die Staatsregierung hier auch im Wort steht und ihr Wort hält, meine Damen und Herren. Noch ein Wort, ein politisches Wort zum Zwischenlager in Grafenrheinfeld, um das jetzt eine verstärkte Mauer gebaut werden soll. Hier möchte ich ganz klar sagen, weil mich das auch umtreibt als CSU-Politiker, dieses Brennelementelager haben wir der rot-grünen Bundesregierung und Herrn Trittin zu verdanken. Rot-grün hat uns diese Halle einfach vor die Tür gestellt. Wir wollten dieses Zwischenlager nicht. Rot-grün hat uns diese Suppe eingebrockt, die wir jetzt als schwarz-gelbe Regierung auslöffeln müssen. Und wir müssen jetzt auch diese massive Mauer nachrüsten. Und das müssen wir auch einmal ganz klar sagen, meine Damen und Herren. Liebe Gäste, wow, würde man da in der Jugendsprache sprechen, sind da heute viel gekommen. Und es wurden viele begrüßt, es wurden aber auch einige vergessen. Und deshalb möchte ich eine Persönlichkeit hier im Raum besonders noch begrüßen, und zwar die erste und einzige Chefin einer Kreishandwerkerschaft, nämlich Sie, Frau Vorsitzende Rosentritz. Zeigen Sie mal, wo Sie sind. Ich spendle außerordentlich gerne, nicht nur weil er hervorragende Fakten bringt, sondern weil er auch in der Lage ist, ansprechend diese Fakten rüberzubringen. Im Übrigen, ich biete dann gleich meinen Sitzplatz an für diejenigen, denen es dann so beschwerlich wird, zu stehen. Meine Damen, meine Herren, wir werden im Endeffekt ständig beeinflusst von Negativmeldungen. Naturkatastrophen, terroristische Anschläge, Eurokrise, und dabei verlieren wir den Blick darauf, wie hervorragend es uns in Deutschland, in Bayern und im Landkreis geht. Und deshalb, liebe Anja, fand ich das hervorragend, dass du auch mal darauf hingewiesen hast, dass wir uns weder in Bayern
noch im Landkreis vor irgendjemanden zu verstecken haben. Wir haben gute Arbeit gemacht und wenn wir mal einen Fehler machen, wie hier bei der unten stehenden Aufschrift, Empfang, dann stehen wir auch dazu und weisen darauf hin, denn wir sind transparent. Meine Damen, meine Herren, wir haben die niedrigste Arbeitslosenquote, die höchste Beschäftigtenquote, sprich die Zahl unserer sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze ist so hoch wie noch nie in der 40-jährigen Geschichte des Großlandkreises. Wir haben die drittniedrigste Verschuldung unserer privaten Haushalte in ganz Deutschland, das heißt von 412 kreisfreien Städten und dem Landkreis. Und wir haben, und das kam erst vor kurzem, auch eine ganz tolle Erfolgsserie hinlegen können nach Focus Money, nämlich Deutschlands erfolgreichste Kreise. 2009 waren wir da an Stelle 182, 2010 an 98. Jetzt sind wir auf Platz 47 und zwar werden dort die Fortschritte im Bruttoinlandsprodukt, in der Kaufkraft, im Rückgang der Arbeitslosigkeit und der Anzahl der Arbeitsplätze begutachtet. Und das sind Ergebnisse, die nicht einmalig sind, sondern die sich von Jahr zu Jahr verbessern. Und liebe Freunde, ich darf auch gerade in Anwesenheit unseres für Unterricht zuständigen Ministers sagen, es hat mich sehr gefreut, dass wir beim Lernatlas 12 Bester in ganz Deutschland wurden von unseren Vergleichslandkreisen. Und wir sprechen ja zwar nicht oberbayerisch, aber wir sprechen fränkisch. Und da ist es nicht selbstverständlich, dass der Landkreis Schweinfurt mit seinen Schulen Platz 1 in Deutsch, wir sind auch weltoffen, in Englisch ebenso einnimmt und dass wir in Physik und Mathematik den 3. Platz beanspruchen und auch haben. Ich muss aber auch sagen, dass das, was bei uns noch für Jahrzehnte übrig bleiben wird, nämlich das Zwischenlager, das Ergebnis von Trittin ist, der damals ein Moratorium bezüglich der Endsuche, der Endlagerung eines Endlagerungsplatzes auf den Weg gebracht hat, unserer Bevölkerung im Landkreis vorgegaukelt hat, es gibt keine Brennelemente-Transporte mehr, Stichwort Verladebahnhof in Goxheim, und dem wir dieses Zwischenlager zu verdanken haben. Und damals, der Landkreis durfte ja die Halle, das ist eine Halle, wie jede Spedition hat, genehmigen. Damals haben Landrat und CSU im Kreistag gesagt, wir wollen dieses Zwischenlager nicht, wir wollen ein Endlager haben. Da haben wir keine Unterstützung, weder von Rot noch von Grün bekommen. Und ich sage jetzt, wenn die falschen Propheten wieder durchs Land ziehen und jetzt sich am Zwischenlager hochziehen, dann deutet darauf hin, das ist die Verantwortung der Kameraden von Rot und von Grün und daraus können sie es nicht herausstehen. Ich wollte Ihnen mit diesen kurzen Worten ein bisschen den Blick öffnen, dass Sie auch sowohl die Ansicht von Anja Weisgerber wie von mir nachvollziehen können. Wir sind hier in einem der erfolgreichsten und schönsten Landkreise in Bayern und Deutschland sowieso. Und ich darf auch sagen, ich bin ja Mitglied im Präsidium des Bayerischen Landkreistags und einer der wenigen Delegierten der Bayern bei den Bundeseinrichtungen des Deutschen Landkreistags. Dort habe ich das auch immer behauptet und einmal hat dann einer gesagt, na jetzt tust du ein bisschen hoch auftragen. Es war nämlich der frühere Präsident und mein Freund Theo Zellner, der jetzt Chef des Sparkassenverbandes ist. Er hat gemeint, der Landkreis Cham wäre der schönste. Habe ich gesagt, mein lieber Theo, da musst du noch viel tun und dich anstrengen. Vielleicht ist er deshalb jetzt zum Sparkassenverband übergewechselt. Wow. Hat Harald Leiterer gesagt, würde es heißen, wenn wir jetzt mit Michelle Hunzinger unterwegs wären. Ich begrüße Sie sehr herzlich. Ich weiß, es ist für einen Altbayern, einen Münchner zumal in diesen Tagen im Jahresverlauf eine besondere Ehre, auf unterfränkischen Brettern stehen zu dürfen. Wir wissen um die Kraft Goxheims in dieser närrischen Zeit und anderen Heimatorten von großen Faschingsvereinen. Ich weiß auch, was es bedeutet, unter weiblicher Führung zu stehen. Ich weiß es nämlich, und das ist auch der Anlass, nehme ich an, dass ich in Unterfranken eingeladen bin, was es heißt, unter einer unterfränkischen Schwiegermutter aus der Rhön dienen zu dürfen.
Das lehrt zunächst einmal, das wissen wir alle, Demut. Demut ist zu Beginn eines Jahres eine gute Eigenschaft. Die CSU ist gewissermaßen imprägniert und bekannt für ihre Demut. Allerdings auch gepaart mit Selbstbewusstsein. Und ich glaube, es ist zu Beginn eines Jahres gut, ein Stück weit innezuhalten. Das hört man in diesen Tagen viel bei Empfängen und den heiligen Janus zu bemühen, nämlich die Rückschau zu halten, ein Stück weit Bilanz zu ziehen. Das bedeutet Demut. Aber dann auch ein Stück selbstbewusst nach vorne zu blicken. Und die Christlich-Soziale Union, und das spricht auch wieder für das Interesse der Menschen. Ich bin viel unterwegs, wie Kollege Gerhard Eck und viele andere in diesen Tagen, um mit den Menschen zu Beginn des neuen Jahres darüber zu sprechen, Bilanz zu legen, darüber zu resonieren, was anders, was besser gemacht hätte werden können, aber auch was gelungen ist und was wir natürlich vor allem in dieses junge Jahr hinein an Aufgaben sehen, die zu bewältigen sind. Deshalb freut es mich sehr, dass mich die politische Familie des Schweinfurter Landes, der Oberbürgermeister, Herr Landrat, lieber Gerhard Eck, lieber Michael Kloß, lieber Hans-Gerd Stockinger, sehr geehrte Kommunalpolitiker, viele Ehrenamtliche hier heute eingeladen. Die Christlich-Soziale Union ist die politische Kraft in diesem Land, die Bayern kann. Die weiß, wie dieses Land tickt. Die Franken, und Aschaffenburg liegt bei mir, obwohl ich gerade aus München komme, logischerweise in Unterfranken. Die weiß, wie dieses Land lebt, wie es bebt, was es leidet, wie sein Herz schlägt. Die Christlich-Soziale Union ist die politische Kraft, die sich mit diesem Land identifiziert und identifizieren kann. Die für dieses Land brennt, weil wir in den Kommunen, in den Gemeinderäten, den Stadträten, in den Persönlichkeiten der Oberbürgermeister und Landräte, Landrätinnen und Bürgermeisterinnen, wissen, wo den Menschen im Alltag vor Ort der Schuh drückt. Weil wir mit diesem Wissen Bodenhaftung, Wurzeln haben, die politische Entscheidungsprozesse nachhaltig beeinflussen. Das ist einmal die Landeshauptstadt München oder zehnmal die Stadt Ingolstadt. Das ist die Botschaft, die von Bayern ausgeht. Hier wird hart gearbeitet. Hier leistet man. Hier kann man sich aber auch etwas leisten. Nämlich man kann sich leisten, gut zu leben. Das ist die Botschaft, die von Bayern ausgeht und die diese einmalige Bevölkerung seit dem Krieg aufgebaut hat. Und das im Schweinfurter Land sagen zu dürfen, nach dem Auf und Ab, nach den großen Aufbruchsjahrzehnten nach dem Krieg, nach den großen Krisen Anfang der 90er Jahre und jetzt wieder einer Prosperität, die mit Vollbeschäftigung, dieses Wort darf man in Deutschland wieder in den Mund nehmen, 2 Komma Arbeitslosigkeit bedeutet Vollbeschäftigung, lieber Michael Kloß, wann war das zum letzten Mal möglich? Das ist der politische Erfolgsweg Bayerns, bei allem, ich sage es noch wenn notwendig, bei aller notwendigen Kritik an dem, was wir verbessern müssen, an Fehlern, die wir ausräumen müssen und all dieses. Das bedeutet Bayern Heimat in der Globalisierung. Die Menschen erkennen, wo sie zu Hause sind. Sie wissen, wo sie ihre Rückbindung haben, auf was sie sich verlassen können, was Tradition und Kultur ausmachen. Und das in einer Welt, wo sich alles rasend schnell verändert, als politisch handlungsfähige Einheit. Das ist die Botschaft, die Bayern ausstrahlt und wofür wir ringen und kämpfen.